Heute bei Wer weiß denn sowas, Bernhard Woecker zusammen mit Linda Zervakis. Und sie spielen gegen Elton und Mareile Höppner. Tagesthemen werden brisant. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer weiß denn sowas? Wir sind für Sie bereit. Wir haben viele bunte, interessante Fragen vorbereitet. Einiges, was Sie sicherlich noch nicht wussten, aber mitnehmen werden, hinaus ins Leben und davon auch noch profitieren werden. Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Kaffeebohne beim Rösten deutlich an Umfang zunimmt? Ich finde, das sind Dinge, die man wissen sollte. Also solches und noch mehr heute Abend hier bei uns. Und wir spielen mit zwei wunderbaren Teams. Wir spielen mit Bernhard Woecker und Linda Zervakis. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Und auf der anderen Seite Mareile Höppner mit Elton im Team. Das Publikum wurde natürlich wie immer vor der Sendung befragt. Auf welcher Seite möchten Sie Platz nehmen? Welches Team, glauben Sie, wird heute Abend gewinnen? Und damit haben Sie auch die Chance, Geld zu gewinnen. Nämlich die Siegprämie wird ja dann pro Kopf aufgeteilt. Hinter Bernhard und Linda sitzen 70 Menschen. Nämlich genau diese. Und hinter Elton und Mareile sind es 51. Ich wollte gerade sagen, nur 51, aber... Die 51 Besten haben wir, alles wird gut. Naja, wir werden es sehen am Ende der Sendung. Und wie immer beginnt natürlich das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, mit der Auswahl der ersten Kategorie. Aber das nicht, das ist immer bevor so, ja? Ich sie vorgestellt habe. Unsere Wand. 12 Kategorien auch heute wieder. Dahinter verbergen sich 12 Fragen. Die Kategorien sind Wunder der Natur. Wie ticken wir? Essen und Trinken im Labor, Einspruch, Hund, Katze, Maus, das Wetter, unser Körper, Technik, clever, tierisch, tierisch und das Fragezeichen. Das Team Bernhard beginnt. 500 Euro für jede richtige Antwort. Welche Kategorie darf es das erste sein? Weißt du ja eh nie. Also ich sag mal, ich hätte es dahinter wo ich zwei und du sagst, welches du. Ja? Wie ticken wir und clever, finde ich, glaube ich, ganz gut. Dann nehmen wir, wie ticken wir. Okay. Wie ticken wir? Für Bernhard und Linda. Ich bin total gespannt, wie wir ticken. Ja. Die erste Frage. Wo tritt der Täuscheffekt auf? Jeden Tag. A. Bei der Produktanordnung im Elektromarkt. B. Bei der Partnerwahl von Geschiedenen. Oder C. Beim nächtlichen Fahren auf der Autobahn. Also... nachts ist es ja so, dass sich das zumindest das Sehverhalten ändern kann. Da spielen ja manchmal auch so Kontaktlinsen eine Rolle, dass du zum Beispiel den Kegel nicht richtig mehr einschätzen kannst, den Lichtkegel. Ach, ja. Also vielleicht hat das damit was zu tun. Ganz ehrlich, ich glaube, B ist so ein bisschen die Quatschvariante. Die Partnerwahl von Geschiedenen. Oder? Muss ich, aber mit dem Satz muss ich erstmal nachdenken. Bei der Produktanordnung im Elektromarkt. Warum? Ja, es könnte sowas sein, wie dass man stellt verschiedene Produkte nebeneinander und das täuscht dann eine Vielfalt vor. Es ist aber dasselbe. Also, weißt du, so vom Ach so. Kaufen Sie das Teure, obwohl das Billige genauso gut genau, wäre? Genau, man holt immer das, was in der Nähe. Wobei das ausgerechnet im Elektromarkt ist das wunderbar. Das finde ich auch. Ja, wenn man sagt, generell beim Einkaufen, dann würde man sagen, die billigen Produkte nach unten, ja, teure genau, nach das oben, hätte ich jetzt auch. Wird man getäuscht oder so. Aber warum ausgerechnet im Elektromarkt? Wie viel Zeit haben wir noch, um uns so ein bisschen auszutauschen? Oh, keine mehr. Okay. Das heißt, wir sind die Zeit, die das heißt, wir nicht wir haben. Wir finden am logischsten den Täuscheffekt beim nächtlichen Fahren auf der Autobahn, oder? Aber das ist ja keine logische Sendung, oder? Ja, ja eben. Ja, also, es ist nicht immer logisch. Das Prinzip hast du schnell und gut erkannt. Ne? Aber manchmal liegt die Unlogik darin, doch logisch zu sein. Machen wir C? Wir nehmen einfach C, weil das halten wir am alles andere. Keine Ahnung. Also ihr sagt C, nächtliche Fahren auf der Autobahn. Auf B kommt keine Dann schauen wir doch auf die Auflösung. Wir haben da mal was vorbereitet. Wenn im Regal zwei Produkte Unterschiede in Preis und Leistung aufweisen, stehen wir als Käufer oft vor einer schwierigen Entscheidung. Um uns dabei gezielt zu beeinflussen, präsentieren viele Händler noch ein drittes Produkt, den sogenannten Köder. Er ist offensichtlich schlechter als der teurere Artikel, sodass dieser plötzlich deutlich attraktiver wirkt.
Der Täuscheffekt ist also eine Verkaufsstrategie, bei der der Kunde durch die Präsentation eines unattraktiven Produktes geblendet wird, um den Absatz eines anderen Artikels zu erhöhen. Interessant, oder? Ist das interessant? Nur Elektroalarm. Ich denke gar nicht so böse. Ja. Ich denke gar nicht so böse, wenn ich in den Elektrofachmarkt Man wird zukünftig mit anderen Augen durch den Elektromarkt natürlich. Gehen. Ja, funktioniert im Supermarkt eben nicht so gut, weil Butter A und B halt nicht unterschiedliche Speichergrößen haben. Weißt du, aber wenn es so ja. weitergeht, dann also leider kein Geld für diese erste so, falsche Antwort. Hast du irgendwas Nettes, was du gerne... Nee, in der Quiz-Sendung gewonnen. Gibt es irgendwas, was du komplett ausschließt? Ich finde Essen und Trinken immer schön. Ja. Also vielleicht auch zum Raten schön. Hast gut, dann nehmen wir Essen und Trinken, ja. Ja, machen Essen wir und Trinken? Ja. Ich weiß gar nicht, ob Bernhard diese Kategorie schon je einmal gespielt hat. Nein, hey, ja? Ich glaube einmal nur, um dich zu ärgern und ich fand's doof. Hier die Frage dazu. Volles Risiko. Wenn eine Clementine grüne Stellen an der Schale aufweist, hat sie einen höheren Vitamingehalt? B. Wuchs sie in milden Nächten? Oder C. Ist sie noch nicht reif zum Verzehr? Also gefühlt erstmal C, ne? Aber das wäre ja viel zu einfach. Warum? Weil man ja immer sagt, grün, Reifungsprozess und Farbigkeit steht für, liegt schon länger. Und ja, aber es sind nur einige grüne Stellen. Ich glaube, das ist bei der Schale völlig egal, ob die dann drinnen reif ist oder nicht. Das wuchs in milden Nächten. Was sind milde Nächte? Milde Nächte warm. Ich meine, wir können jetzt schon im Publikum leben, aber am Anfang ist es echt sehr... Nein, wir müssen es jetzt mal versuchen. Ja, wir versuchen es. Wir haben auch nichts zu verlieren. Die haben ja auch, die sind ja auch, die wissen ja auch nichts. Hat sie einen höheren Vitamingehalt? Habt ihr was zu verlieren? Es geht um Geld für ja, euer natürlich. Publikum. Ja, aber wir sind noch nicht ganz so noch unter sind wir Starkdruck. Entspannt, oder? Wir sind noch am Anfang, ja. Hat sie einen höheren Vitamingehalt? Ich glaube, ich habe noch nie eine Clementine mit grünen Flecken gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Egal. Willst du denn B. doch lieber C nehmen? Nein, B. Du willst B nehmen? Milde Nächte, wie? Also es ist sehr warm in diesen Nächten und das wirkt sich auf die Schale aus. Möchtest du A nehmen? Dann hätten wir alles durch. Das ist hier wie in der Eheberatung. Die Frau entscheidet aber am Ende. Der Täuscheffekt, wenn. Ja, und das funktioniert auch beim Essen. Pass auf, du bist für... B. Ich hatte auch ganz schön viel Grün auf der Schale heute. Und die erste kannst du entscheiden. Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Ja, das ist eine super Idee. Es gibt ja. Ich bin ja für A. Aber Schnick, Schnack, Schnuck funktioniert nicht mit drei Antwortmöglichkeiten. Nee, C schließen wir ja aus. Ach so, okay. Komm, schnell. Schnick, Schnack, Schnuck. War zweimal Schere. Nochmal. Zweimal Papier. Läuft ja super. Merkst du, wie gut wir zusammenpassen? Das ist der Brunnen. Wer fällt den Brunnen? Also nehmen wir A. Brunnen gibt's also gar nehmen wir nicht. A. Wir nehmen A. Komm. Hä, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Du wolltest ja, B. Ja, aber ich bin jetzt total unsicher. Jetzt sind wir, obwohl du gewonnen hast. Wir nehmen ich raus aus der Nummer. Spitzenteam, glaube ich. Wir nehmen A. Komm, scheiß drauf. Nein, wir nehmen jetzt B. Was denn jetzt? Mareile, du hast gewonnen. Sag B. B. Gott. Mann. Wie erste Frage und ich stehe schon so unter Druck. So einen Quatsch habe ich ja noch nie gehört. Weil sie angeblich in milden Nächten aber wenn's wuchsen. Dann so wo gibt es denn sowas? Wenn es denn so ist. Clementinen mit Ursprung im Mittelmeerraum werden im Winter als leckerer Vitamin-C-Lieferant gegessen. Grüne Stellen an der Schale sind kein Zeichen für schlechte Qualität, sondern haben mit dem Reifungsprozess am Baum zu tun. Ist es nachts deutlich kälter als tagsüber, wird in der Frucht die Bildung von Ethylen eingeleitet. Mit dem Ansteigen des Ethylengehalts beginnt der Farbumschlag von grün nach orange. Also, je grüner die Schale, desto milder waren die Nächte. Mareile, das war richtig! Die ersten 500 Euro. Ich war noch nie so froh, verloren zu haben. Ja, man muss dem Elton nur die richtige Mitspielerin an die Seite setzen, dann läuft's. Ja, weiter geht's. Ja, dann nehmen wir jetzt clever, ne? Jetzt nehmen wir clever. Dann nehmen wir jetzt clever. Ja. Clever. Das Publikum ganz gut. Haushaltsfrage. Was? Ich habe nicht zugehört, verdammt. Nee, Haushaltsfrage. Das und das hat, wer womit, mal, hat sie umgeworfen. Womit lassen sich Edelstahltöpfe am besten reinigen? Durch einen A. Zigarettenasche, B. Chili-Pulver oder C. Spinatkochwasser. Das auch, hättest du auch, ne? Ja, weil ich, das habe ich gehört. Ist das. Zigarettenasche? Also, wir hatten es erzählt, beim Kamin ist es zumindest richtig, so, ne? Ja. Asche. Und warum sollte das nicht auch beim.
beim Edelstahl funktionieren. Also ich weiß, dass man eine Kaminscheibe mit der Asche aus dem Kamin hervorragend genau. sauber kriegt, ohne Chemie. Und auch das Einatmen fühlt sich geiler an. Aber Kaminscheibe meinst du diese? Diese, ja, wo man durchgucken kann. Genau. Also genau, ist dann eher ein Ofen. Kamin ist ja normal. Genau. Ich finde Zigarettenasche halte ich für A. Gutes halte ich für A. Gut, wir locken das ein. Ich guck mal in die Augen erfahrener Hausfrauen. Und? Frauen, die wirklich nicken. Die Männer nicken auch, wieder nicht viel. Ich sehe auch erfahrene Hausfrauen mit Bart. Nur so. Also das ist. Ja, warum sind wir gerade so gendermäßig? Auch Männer können sich im Haushalt auskennen. So, meine Damen und Herren, dann folgen Sie jetzt bitte der Lösung. Und ich sage nur, geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein. Es gibt eine erstaunliche Alternative, um Edelstahltöpfe strahlen zu lassen. Oxalsäure ist eine pflanzlich hergestellte Säure, die tatsächlich Kalk und Rost entfernen kann. Da Spinat einen hohen Anteil an Oxalsäure aufweist, ist die Pflanze ideal, den Topf wieder zum Glänzen zu bringen. Den Spinat einfach aufkochen und den Topf anschließend mit dem Spinatkochwasser putzen. Die Flecken sind weg und der Topf strahlt fast wie neu. Jetzt sagen Sie mir eine Sendung im deutschen Fernsehen, wo man so praktische Tipps bekommt. Ja. Liebe Kinder, wenn ihr demnächst in die Küche kommt, da steht wieder Spinat auf dem Herd. Nein, keine Sorge, die Mama muss nur mal die Töpfe sauber machen. Ne? Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Ja, aber wir haben was gelernt und das ist genau, mir mehr das ist wert. Entscheidende. Wir machen weiter. Ja? Ist so, oder? Oder? So, ich glaube, ihr folgt der Taktik. Elton wählt die Kategorie. Mareile beantwortet die Frage. Ja. Ja. Wir nehmen Einspruch. Einspruch. Oh, Einspruch. Ich glaube, bei welchem Vergehen kommt ein Autofahrer auf deutschen Autobahnen laut Bußgeldkatalog am glimpflichsten davon? Das sollte ich doch eigentlich wissen. A. Über die Standspur fahren. B. Rechts überholen. Oder C. Mit Blaulicht fahren. Hä? Oh. Das sind ja alles Gefahrendinger. Also über die Standspur fahren, wenn da wirklich einer eine das Panne hat, der knallt Gefahr. Da rein. Mit Blaulicht, da fahren doch alle zur Seite. Das ist doch noch nicht mal eine Gefahr. Natürlich ist es strafbar. Ja, rechts überholen, glaube ich, ganz schwierig. Ja. Stellst du dir das gerade vor? Nee, wir haben rechts und links kurz mal. Die rechts überholen ist komplett. Ne? Sollen wir es euch vorspielen? Oder ist es klar, wie das ist mit rechts überholen? Ist, ne? Guck mal, wir haben doch hier. Eine Mittelspur, genau. Also stell mir vor, ich bin jetzt hier das Auto auf der linken Spur und der Bernhard fährt hinter mir und ich fahre da. So. Was ist das denn jetzt? BMW und Mini? Das ist so ein Smart. Das ist so ein Smart. Guck mal, und ich trödel hier so und dann kommt der Bernhard. So. Ja? Das ist schon klar, ne? Vor allem rechts über die Standspur überholen. Das ist noch. Das kann ja auch. Da müssen wir Linda noch dazu hören. Linda. Standspur? Ja, wir machen Stau. Linda ist die Standspur. Standspur. Wir sind jetzt wir sind die letzten Autos im Stau. Genau. Aber super. So, und jetzt nochmal mit Blaulicht, bitte. Jetzt kommt das Blaulicht. Dann müssen wir ein Stück weiter vor. Und dann gehen wir auseinander. Und wir müssen schauen, dass wir die Mittelspur frei halten. Wir noch Platz machen. Wenn es jetzt nicht klar ist, also ich weiß auch nicht. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Ihr wart so großartig. Na bitte. Genommen, glaube ich. Mega. C? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Echt? Ja. Das glauben Sie alle? Ja. Schon, oder? Aber wenn das jetzt Schule macht, nachdem wir hier drüber gesprochen haben, was ist denn dann? Dann ist der Kai Pflaume schon. Jetzt bin ich gespannt. Für Rechtsüberholen gibt es 100 Euro Bußgeld und einen Punkt. Nimmt man den Standstreifen, kostet das 75 Euro und einen Punkt. Wer sich ein Blaulicht aufs Dach montiert, muss überraschenderweise weniger zahlen. Nur 20 Euro laut Bußgeldkatalog. Betrachtet man dieses Vergehen außerdem aus strafrechtlicher Sicht, ist dringend vom Missbrauch des Blaulichts abzuraten. Wir können 500 Euro oben drauf. Freunde, ich entschuldige mich jetzt schon. Blaulichter sind ab morgen ausverkauft. Ja? Wenn ich die Wahl habe, zu spät zum Flughafen oder 20 Euro für ein Blaulicht? Super. Ja? Jetzt ist es geschehen, ja? Also, jetzt ist durch die Nummer. Ja? So, ihr seid dran.
möchte die fragen, weil ich hätte eure, hätte ich jetzt auch zwei. Hättest du auch welche, was würdet ihr jetzt für eine Kategorie nehmen? Ja, genau. Okay. Wetter. Das Wetter. Das Wetter. Wir nehmen Wetter. Ja. Damit ihr auch mal was Leichtes kriegt. Damit ihr was Leichtes kriegt. Okay. Wir spielen dann gleich Blitz, Donner, Gewitter. Das Wetter. Weil möchte ich euch regnen sehen. Klettert schon mal hoch. Das Wetter. Oh, guck mal. Was? Warum sind Gewitterwolken schwarz? Die Wolken enthalten größere Wassertröpfchen. Das ist eine leichte Frage. B. Die Wolken sind negativ aufgeladen. Oder C. Der Feinstaub steigt nach oben und sammelt sich in den Wolken. Gab es doch früher noch nicht, oder? Ich glaube, Wolken waren schon immer dunkel oben. Ja, deswegen, früher gab es doch keinen Feinstaub. Ja, außer es war ein Vulkan. Ach so. Oh, ich kann. Ich glaube, also, ich möchte es nur man ansagen kann das manchmal, eigentlich, wenn man es umgekehrt. Ich sage mal so: Wann ist eine Wolke weiß? Dann, wenn das Licht von der Wolke zu uns kommt. Die Gewitterwolke ist dunkel, weil das Licht da drin bleibt. Warum bleibt das Licht da drin? Weil die Wassertropfen den Lichtstrahl einfangen. Das wäre meine Theorie. Das heißt? C. Ah. Deshalb halte ich A für die für mich sinnvollste Antwort erstmal. Also negative, also dass eine Aufladung farbliche Veränderungen aufführt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil nur beim Entladen wäre sie kurz ganz hell, aber ansonsten wäre es für mich heute ein Tag der Erkenntnis. Ich dachte bis gestern immer, das Licht kommt von der Sonne. Jetzt weiß ich, es kommt aus den Wolken. Es kommt aus den Wolken. Ja. Das ist danke, Bernhard. Ja, das ist einfach, wenn du die auflädst dann. Ich glaube, ich vertraue dir einfach total, weil ich fühlte mich gerade ein bisschen zurückversetzt in die Schule und war so, hä? Oh. Ja. Okay, und welche Antwort soll ich da jetzt hinschreiben? Also A. Ja, Moment, sehr schön, dass du mir vertraust, total. Weil du hast gesehen, es lohnt sich. Ja, aber du weißt, jetzt sage ich es nochmal an alle, ich habe noch nie in einer Quiz-Sendung gewonnen, von daher. Das wollen wir auch nicht ändern. Linie treu bleiben. Daher. Warum soll man Traditionen aufgeben? Wenn du gerade das Abschreiben ansprichst, dann möchte ich nur noch mal dazu sagen, das Wichtigste beim Abschreiben in der Schule ist, dass man nicht den Namen des Nachbarn mitnotiert. Ja, genau. Ja, so, jetzt aber. Lösung. Also A. Ich bin für A. Ich also Feinstaub. Wenn du es bist, dann bin ich es auch. Dann nehmen wir verdammt noch mal. Genau, weil ich habe sogar Gewitterwolken im Himalaya gesehen. Und da gibt es keinen Feinstaub. Oder nur sehr unwahrscheinlich. Ja, okay. Okay. Ich sage A. Wir sagen A. Genau. Ich unterbreche eure interessanten Ausführungen nur sehr ungern. Wir haben A eingeloggt. Und ich darf Ihnen jetzt einen Film ansagen, meine Damen und Herren, auf den jeder unserer Wetterexperten neidisch sein wird. Zieht ein Gewitter auf, wird es dunkel und ungemütlich. Der Grund dafür? Wolken bestehen aus Ansammlungen von Wassertröpfchen, die für gewöhnlich winzig klein sind. Wenn das Sonnenlicht durch sie hindurchfällt, wird es gleichmäßig zerstreut und die Wolken erscheinen weiß. Zieht ein Gewitter auf, werden diese Tropfen durch kalte Luft und starken Wind zusammengepresst. Es entstehen größere Tropfen in den Wolken. Da das Sonnenlicht schlechter durch sie hindurchkommt, erscheinen diese Wolken fast schwarz. Moment. Kriegen wir mindestens 50 Euro ab, weil wir denen die Kategorie geschenkt haben? Ja. Das müsst ihr hinterher ausmachen. Das müsst ihr hinterher ausmachen. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Läuft. Ja. Puh, ich hoffe, ihr könnt mit dem Druck umgehen. Oh. Ja, es macht uns jetzt ein bisschen fertig, aber es hat ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr ja Technik nehmen. Nee, wir nehmen im Labor. Jetzt kommt ihr in Fahrt. Ne? Im Labor? Im Labor. Im Labor. Wow. Im Labor. Du sagst Sachen hier im Labor. Oh, schöne Frage. Oh, Katzenbabys. Welches Spielzeug lässt sich aus Luftballon, Trinkflasche und CD herstellen? A. Zauberwürfel, B. Luftkissenfahrzeug oder C. ein Periskop? So, aber keine Ahnung. Luftkissenfahrzeug. Die Trinkflasche ist das Auto, Luftballonantrieb, CD, unten drunter. Was war nochmal? Periskop, ist das das Ding das hier aus dem Boot? Oder? Ja. Von hinten um sieben. CD hat eine Spiegelfunktion. Das,
Mich stört immer ein Gegenstand davon. Sagst du sonst Periskop? Bei Periskop? Das kann ich mir da, im Aufbau null Luftballon. Vorstellen. Ja. Was hat denn der Luftballon mit dem Periskop? Also wollen wir das Publikum befragen? Hast du eine Lösung? Wir haben ja? Ja, der Holger weiß das, glaube ich. Das du hast es im Kopf schon kurz durchgebastelt. Ja, ja, du holst es gleich raus. Das ist nett. Das Schöne ist, schwierig, die verschiedenen Farben für die Seiten hinzukriegen. Was, ja. mich, was, ja. mir ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht, Bernhard, ist, dass du einen Luftballon dabei hattest. Sag noch mal ganz kurz, Zauberwürfel schließen wir aus, weil... Ja, also... Ich meine, da musst du die ganze CD zerschneiden, um Würfelseiten zu bekommen. Ja, und wo kommen Klingt die Farben her und wie willst du das drehen? Also das kann... Nee, mit dem Luftballon Blödsinn. Beziehst die CD... Nee, oh, nein. Wenn ich nur von den, dann würde ich tatsächlich auch eher B nehmen, Luftkissenfahrzeug. Das macht irgendwie mehr Sinn, aber mich stört irgendwie halt dann... Also, komm, wir nehmen jetzt B. Bernhard wird uns das ja gleich zeigen, was er uns gebastelt hat. B. Ja. Ihr loggt B ein. Wir haben die kleine Anleitung zum Nachbauen für Sie verfilmt, meine Damen und Herren. Den Verschluss der Pop-Up-Trinkflasche als erstes auf die CD kleben. Dann den Luftballon aufpusten und auf die Öffnung der Flasche stecken. Öffnet man nun den Verschluss, leitet er den Luftstrom aus dem Ballon unter die CD. Die Reibung zwischen CD und Tisch verringert sich und das Luftkissenfahrzeug gleitet von dannen. Hat ja keiner gesagt, dass wir die ganze Flasche brauchen. Ja. Wir hätten es anders gebaut, aber ja. Hey. Können Sie gerne zu Hause ausprobieren, ja einfach mal aber nachbauen. Mit der Flasche kam ich nicht, aber egal. 500 ja. Euro, es läuft, ja. Ist doch alles drin, meinst du, ne? Aber komm. Was eine Show gemacht da draus. Hast du es gleich wahr, gewusst? Oder? Ja, er hat es wirklich gleich gewusst. So, wie machen wir weiter? Jetzt macht mal schön alleine weiter. Besser ist, wir nehmen eine schwere Frage. Wenn die da drüben landet, dann wird die Sendung niemals fertig. Okay, unser Körper? Nehmen wir unseren Körper. Ja. Wir haben... Unser Körper. Vielleicht geht's um Haare. Dann ergänzen wir uns perfekt. Ich gebe dir gerne welche ab, das war damit. Sehr gerne. Was passiert, wenn unser Körper komplett unter Wasser ist? Fühlt sich gut an. A. Die Verdauung pausiert. Oh Gott. B. Das Herz fährt seine Frequenz herunter. Oder C. Der Körper verliert die Fähigkeit zu schwitzen. C denkt man nur, man kriegt das nur nicht mit, aber man schwitzt genauso. Nee, man schwitzt genauso, man kann nämlich auch in warmem Wasser, hat man danach extremes Durst, ja. Weil man nämlich, genau, und wenn man schwimmt und so weiter, muss man trotzdem viel trinken, obwohl es kühl ist und so weiter und so weiter, das ist alles. Also wirklich komplett unter Wasser, ne? Das wäre sozusagen das Naheliegendste, aber... Ja, weil die Atmung auf einmal aufhört, also der Körper hört ja auf zu atmen unter Wasser. Wenn er das nicht tut, ist das völlig egal, ob das Herz runterfährt oder nicht. Das ist okay, aber und das könnte ein Reflex sein, dass die Frequenz runterfährt, um Energie zu sparen, damit alles vorsichtig und safe ist, okay. Weil er weiß, er kriegt jetzt längere Zeit keinen Sauerstoff mehr. Mhm. Die Verdauung pausiert, kann natürlich durchaus sein, weil er sagt, wenn ich hier mache, kriegen's alle mit. Bin ich nicht schnell genug weg. Was ein evolutionärer Vorteil wäre. Weil Babys schwimmen, tragen die Babys Windeln. Das bräuchten sie nicht, wenn die Verdauung pausieren würde. Stimmt. Loggen wir es ein. Finde ich am logischsten. Und was mich immer wieder fasziniert, unser Körper ist so ein Fuchs. Jetzt angenommen. Sobald unser Gesicht unter Wasser kommt, setzt ein natürlicher Tauchreflex ein. Ausgelöst wird er durch Rezeptoren, die rechts und links der Nase und in der Stirn sitzen. Diese reagieren auf Kälte und Nässe. Je kälter das Wasser ist, desto stärker lässt sich die unbewusste Reaktion unseres Körpers beobachten. Um Sauerstoff und Ressourcen zu sparen, sorgt der Tauchreflex dafür, dass sich unser Herzschlag verlangsamt. €1.000. Ah, zurück in der Spur. Huiuiui. Jetzt machen wir respektieren die Leistung der anderen. Jetzt schwitzen wir, jetzt sind wir aber unter Wasser hier.
Dann gucken wir mal. Was denkst du? Hund, Katze, Maus? Hund, Katze, Maus, ist irgendwie alles so tierisch jetzt hier. Wunder der Natur kein Auto. Technik vor allen Dingen, total tierisch. Ja, Wunder der. Ja, das blende ich komplett aus. Nee, das kommt mit meiner Wahrnehmung gar nicht vor. Das ist weg aus dem Auge. Eine Sehschwäche. Dann lass uns das doch nehmen. Dann ist es weg. Du möchtest die Heimwerker und. Lass uns mal Technik nehmen, komm. Ja, okay. Wir haben gerade mit unseren Jokern gesprochen. Wir nehmen Technik. Tut mir leid. Also ihr habt Macht Technik. Ruhig gerne für uns auch, ist kein Thema. Alles klar. Also, Technik. Wie spart das Eastgate Shopping Center in Simbabwes Hauptstadt Harare rund 90% Energie bei der Klimatisierung? Es nutzt. Es nutzt die Luftwirbel landender Flugzeuge. Geile Idee. Es ist in einen Fluss hineingebaut. Oder C, seine Architektur ist einem Termitenhügel nachempfunden. Kann ja eigentlich nur C sein. Boah. Kann ja nur. Warum ist das gut? Warum ist es gut, sich wie eine Termite zu verhalten? Ich habe keine Ahnung, aber in einen Fluss hineinbauen. Also, weil es unter Wasser kühlt. Kühl der Herzschlag. Also, der Herzschlag runter. Ja, das geht dann sofort runter. Setzt sofort bei dem Shoppingcenter der Tauchreflex. Ja. Und macht die Türen dicht. Luftwirbellander Flugzeuge ist nett, aber sehr laut wahrscheinlich. Ja, ich hätte gerne einen von so Hack. Hä? Ich hätte gerne einen von Hack. Hä? Sorry, Flugzeug landet gerade. Geht nicht. Und wir können noch mal überlegen, warum der Termitenhügel gut ist. Die Ameisen laufen hoch oder die Termiten? Warum hilft das beim guten Klima? Außen viel Luft, innen viel Hitze, klingt irgendwie nicht so logisch. Fluss macht schon mehr Sinn. Ja, aber die Luftzirkulation ist stark. Dem Termitenhügel. Aber da drin ist es tierisch heiß. Ich meine, ich habe noch nie den Arm reingesteckt, habe ich noch nie gewagt, aber ich stelle es mir heiß vor. Also, was machen wir? Ach komm, wir fragen mal kein das Publikum. Kein Mensch einfach. Wir müssen irgendwann fragen. Wir fragen mal das Publikum. Vielleicht haben sie sich auch durch uns ein bisschen beeinflussen lassen. Okay. Und irgendeiner hat vielleicht mal irgendwas gelesen. Also wer hat dazu mal was gehört? Da oben steht jemand auf. Oh, und ganz energisch und schnell. Finde ich super. Ja. Noch jemand was beizutragen? Harare, bestimmt schon mal da gewesen. Bin sehr gespannt, woher Sie glauben, das zu wissen. Hallo, Kai. Ich bin Ilka aus Kiel. Ilka oder Ilka? Ilka aus Kiel. So, Ilka, du machst was beruflich? Ich bin Apothekerin. Schon mal in Simbabwe gewesen? Nein, das nicht, aber ich lese regelmäßig eine Zeitschrift. Okay, und das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Da haben Sie genau darüber schon gelesen? Ja. Oh, was für ein Das Ding. Ist schon mal gut. Also, die Termiten haben es auch nicht gerne so heiß. Das heißt, das mit der Luftzirkulation ist schon völlig richtig. Die haben ihre eigene Klimaanlage, das heißt, C ist richtig. Sie sagen, es ist C und es ist ja in dem Falle jetzt Ihre Entscheidung. Sie auch? Ja, Sie sitzen ja auch daneben, ne? Sie kriegen wahrscheinlich wir sind immer aber die nicht zusammen. Ach so, ich dachte, Sie kriegen immer die abgelesenen Hefte oder so vielleicht. Ne? Oder, ja. Okay, Ilka, wir gucken, wir haben C eingeloggt und schauen uns gemeinsam die Lösung an. Ein herkömmliches Gebäude in Simbabwes Hauptstadt Harare würde zur Klimatisierung Unmengen von Energie verbrauchen. Nicht so das Eastgate Shopping Center von Architekt Mick Pierce. Das Gebäude kühlt sich nämlich selbst. Warme Luft entweicht über hohe Schornsteine. Die nachts einströmende kühle Luft wird in Hinterlüftungen geleitet und kühlt so den Beton. Dieser wiederum kühlt tagsüber die einströmende Luft. Pierce imitierte hiermit das raffinierte Ventilationssystem von Termitenhügeln. Also, Ilka, denen ist nichts hinzuzufügen. Glückwunsch zur richtigen Antwort. Und der Dank des gesamten Blocks ist dir sicher. 500 Euro obendrauf. Warum ist das schlecht? Man muss sich manchmal auch zu helfen wissen. Absolut. Ilka aus Kiel, großartig. Wunderbar. Sehr gutes Abo hat sich schon ausgezahlt. 1000 Euro insgesamt für euch. Wunder der Natur. Hund, Katze, Maus, tierisch oder das Fragezeichen. Ja, also nichts mit Tieren, glaube ich. Ja. Das war, nee, bei mir ist alles, ich mag alles. Ja, alles gut. Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus. Eine Katze. Eine traurige Geschichte. Eine Katze, die aus dem Fenster eines hohen Hauses springt, kann A.
während des freien Falls nicht sehen, B, mit ihrem Fell die Flugkurve beeinflussen oder C, beim Sprung aus dem 12. Stock besser landen als aus dem 5. Von ja. Test ist abzusehen. Ich kenne die Filme auch alle sehen. Ich kenne dieses Lachen, dieses überlegene, ein bisschen überhebliche Lachen. Also es ist, die Katze ist echt abgefahren. Also, die macht Folgendes. Wenn man die aus dem Fenster wirft, dann ist sie in der Lage, sich im Flug zu drehen. Das macht sie, indem sie das Drehmoment ihres Körpers verändert, und zwar vorne und hinten verschieden, durch Strecken und Anwinkeln der Beine. Das ermöglicht es ihr, sich zu drehen. Dafür braucht sie aber eine bestimmte Zeit. Wirft man sie aus dem 5. Stock und nicht mit den Füßen zuerst, sondern mit dem Rücken zuerst, ist es sehr lustig. Und ab dem 12. kann sie sich drehen und landet dann so, dass sie sich mit ihren Füßen abfangen kann, weil die Maximalgeschwindigkeit einer Katze ist aufgrund des Luftwiderstandes so gering, mit der sie aufkommt, dass die Muskeln der Beine in der Lage sind, die Katze aufzufangen. Wir sagen A. C, C, das war ein Scherz, um Gottes Willen. Nein, 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 das hast du gemerkt. Natürlich C. Ich wollte... Möchtest du noch was dazu sagen? Nein, ich eigentlich. Alles klar, also ihr habt ja, euch jetzt hier, in dieser gemeinschaftlichen Ausführung auf C geeinigt. Ja. Und danke für deine Hilfe. Ja, bitte. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Das ist super. Ja, dann schauen wir jetzt mal ganz genau hin. Springt eine Katze aus dem Fenster, passiert etwas Besonderes. New Yorker Tierärzte fanden heraus, nach dem Absprung brauchen Katzen 7 Stockwerke, um sich zu orientieren. Dann entspannen sie sich und federn den Sturz besser ab. Das klappt den Ärzten zufolge also besser bei einem Sprung aus dem 12. Stock als bei einem Sprung aus dem 5. Stock. Aber nicht nachmachen. Also definitiv nicht nachmachen. Nein, nein, jetzt nicht zu Hause irgendwie das testen und irgendwie sagen, oh, ich wohne im 13. Stock, und ich bin auf der sicheren Katze Seite. Geh schon mal vor. Nein, nein, genau. Das auf gar keinen Fall. Es sind Katzen, sind faszinierende Tiere, wunderschön auch und toll. Also 500 Euro obendrauf, 1500 bei euch. Noch 3 Kategorien haben wir zu spielen. Gute Kategorie. Fragezeichen nehmen. Ich kann mit beiden nichts Wirkliches anfangen. Okay. Fragezeichen. Das kann alles sein. Ja. Das liegt in Ob der das Natur dir der zu Kategorie. Gut war, ich habe ein Fragezeichen im Kopf. Das Eigelb schwimmt immer in der Mitte des Eis, weil es A, eine wesentlich geringere Dichte als das Eiweiß hat, B, laufend von der Schale elektrisch abgestoßen wird oder C, durch 2 Schnüre festgehalten wird. Lacht man nicht, das mit der Schnur? Ich finde das mit der Schnur auch. Ist das, ich geil. Wenn du da Eier aufschlägst, so ein, ja, da ist doch immer noch so ein weißes Fädchen, Gedings, was du dann auch öfter mal rausmachst. Ja, und das sieht auch so ein bisschen. Der Hahnentritt. Kann das sein? So nennt man das. Ist das so? Ja. Aber ist der Hahnentritt in jedem Ei? Doch, da ist immer. Doch. Es muss ja auch einen Sinn haben, warum das immer in der Mitte ist. Wollen wir einfach 10 nehmen? Wir haben eh keinen Publikumsjoker, wir haben sonst keine Ahnung. Ja, ich finde es irgendwie auch schön. Ich weiß nicht, 2 und Schnüre, es klingt alles komisch, aber wir nehmen 10. Ja, wir nehmen 10. Also, keine Ahnung, haben wir eine Menge, wir nehmen 10. Genau, davon haben wir viel und 2 Schnüre noch dazu. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Für uns vor allem. Egal, wie sich das Ei bewegt. Das Eigelb schwimmt immer in der Mitte. Somit wird der Embryo vor Stößen geschützt. Bereits im Eileiter dreht sich die Dotterkugel ständig und es entstehen 2 Eiweißschnüre, die an den beiden spitzen Polen der Schale haften bleiben. Diese sogenannten Hagelschnüre ähneln einer gedrehten Kordel und fixieren das Eigelb in der Mitte. Und wer beim Aufschlagen genauer hinschaut, kann sie eindeutig in der Pfanne schwimmen sehen. Und damit neuer Betrag auf eurem Konto, 2500 Euro. Schon mal nicht schlecht, das ist schon mal beruhigend. So, jetzt haben wir noch 2 Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Wunder der Natur oder tierisch? Ach. Willst du lieber Natur oder Tiere? Also Wunder in der Natur ist halt größer, sind schönere Bilder, mehr Geräusche, Ja, aber wer will Farben. Das? Ja, komm, tierisch. Tierisch. Ihr habt doch noch Publikum. Ja, natürlich, wir haben das Publikum. Deswegen, sehr gut, oder? Sehr gut. Tierisch. Hier ist die Frage. Bio-Uni. Es hat etwas
Mit Vögeln zu tun. Mit Vögeln. Och, nee. Ein Specht bekommt beim Klopfen keine Gehirnerschütterung, weil... Danke, das ist gut. Weil zwei Dotter im Kopf sind. Weil zwei Schnüren festgebunden. Sein Schnabel sich elastisch verformen kann. B. Er weniger Gehirnflüssigkeit als ein Mensch besitzt. Oder C. Sein Gehirn von einer Art Airbag umgeben ist. Ja sein, oder? Sonst wäre er doof, wenn er sich... Ich bin ja schon froh, dass das Gehirn nicht von zwei Schnüren gehalten wird. Wir haben starke Schultern hinter uns sitzen. Menschen, die bereit sind, für uns in die Bresche zu springen. Die durchs Feuer gehen und dem Wind trotzen. Unser Publikum. Alles geben. Antworten wir jetzt? Also, haben wir einen Specht-Experten. Also es geht ja, guck mal hier. Es geht ja um Dämpfung, ne? Ich darf einmal ganz kurz mir hier den Weg zu einem jungen Mann baden. Grüß dich. Hallo. Wie heißt du? Raphael. Raphael. Du hast da mal was gelesen. Nee, ich war letzte Woche Montag im Kino und ging zum Footballer, die irgendeine Krankheit haben und da wurde was mit dem Specht gezeigt und die haben eine Art Airbag, deswegen bin ich mir eigentlich zu 90% sicher, dass es C ist. Kino bildet. Einfach mal wieder ins Kino gehen. Mal Kino gehen. Also du sagst Antwort C. Sein Gehirn wird von einer Art Airbag umgeben. Dann schauen wir uns doch mal an, wie es in der Natur so eingerichtet wurde. Ein Specht hämmert gegen einen Baumstamm, weil er nach Futter sucht, sich eine Nisthöhle baut, das Revier markiert oder Partner anlockt. Bei bis zu 20 Schlägen pro Sekunde ist sein Kopf dabei enormen Kräften ausgesetzt. Beim Menschen würden diese Kräfte dazu führen, dass das Hirn gegen die Schädelwand prallt. Eine Gehirnerschütterung wäre die Folge. Damit dies dem Specht nicht passiert, besitzt er besonders wenig Gehirnflüssigkeit. So bleibt das Hirn starr und stabil im Kopf. Also, ja. So passiert's. Trotzdem. Aber es ist wichtig, dass man auch mal Verantwortung im Leben übernimmt. Ja, du bist jetzt hier stellvertretend für den ganzen Block aufgestanden. Ja, und, du bist im richtigen Team gelandet. Ja, wir werden sehen. Das heißt ja nicht, dass es am Ende nichts zu gewinnen gibt. Trotzdem, ja, danke schön. Das hätten wir auch. Ja. Aber das schwimmt halt nicht und kann sich nicht aber es ist doch dann sehr viel stärker dagegen. Ja. Wenn es fest ist. Es ist stärker fixiert dadurch, ne? Weil es eben nicht so viel Bewegungsspielraum hat. Ja. Also es bleibt für euch bei 1.500 Euro. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, den Maximalbetrag von 3.000 Euro fix zu machen mit der letzten Frage. Dann schauen wir doch auf Wunder der Natur. Bist du jetzt nervös oder bist du jetzt ganz ruhig? Ich bin nervös. Wie schafft es die Fischart der Schlammspringer, die meiste Zeit außerhalb des Wassers zu verbringen? Sie graben sich Wasserrinnen durch den Schlick, sie tragen Meerwasser mit sich herum oder sie bilden eine dicke Schlammschicht auf ihrem Körper. Man hat bei allen dreien das Gefühl, das ist es. Sie tragen Meerwasser mit sich herum. Und weißt du, wie das gehen könnte? Na? So. Wow. Immer noch wundervoll. Ich habe noch nie so einen schönen Schlammspringer gesehen. Den zweiten Teil mache ich jetzt nicht vor, weil das kann der rausbrusten und dann wärst du nass. Sieht bestimmt lustig aus. Wasserrinnen schließen wir irgendwie aus, ne? Wasserrinne schließe ich aus. Und Schlamm, das macht mich auch schon wieder total fuchsig, dieses Schlamm. Dass und er so heiß und dann... Dass man dann sagt, ja, der hat dann eine Schlammschicht und deswegen trocknet der nicht aus. Und aber atmen muss er ja trotzdem, dieser verdammte Fisch. Wählen Sie A, B oder C? Wir nehmen B. El Tono, der Freund einer Thunfische, sagt Antwort B. Sie tragen Meerwasser mit sich herum. Um Beute zu fangen, unternimmt der Schlammspringer gerne bei Ebbe ausgedehnte Landgänge, die nur durch eine anatomische Besonderheit möglich sind. Als Kiemenatmer benötigt der Fisch zwingend Wasser. Zum Landgang verschließt er seine Kiemen nach außen, damit sie nicht austrocknen. Dafür trägt er, in Kammern hinter dem Kiemen, einen Meerwasservorrat mit sich herum, den er an Land durch Luftschnappen weiter mit Sauerstoff anreichert. Also,
Für den Falle, den wir dir nie wünschen wollen, dass es beim Fernsehen mal nicht mehr läuft. Ne? Also dann kannst du als Schlammspringer, ja, aber... ganz groß komme ich da raus. Kannst du da rauskommen. 500 Euro oben drauf, das heißt 3000 Euro. Haben Elton und Mareile Höppner. Er spielt. So, jetzt wird es wieder kaputt. Noch ist es nichts wert, denn noch ist das große Finale, noch ist die Masterfrage nicht gespielt. Und erst die entscheidet darüber, welches Team heute hier gewinnen wird und welche Publikumstribüne am Ende Geld bekommt. Also kommen wir zum großen Finale. Die Masterfrage kommt heute aus der Kategorie Geschichte. Geschichte. Geschichte ist die Kategorie. Ich bitte euch jetzt den Einsatz zu machen. Es kann einen kleinen Moment dauern. Ich muss mal kurz. Passiert jetzt was Längeres? Müssen wir drüber reden? Bist du traurig? Nee, warte. Warst du schlimm an meiner Seite? Ruhe. Ist immer schön, den Fernseher. Ich hatte eben eine gute Idee. Jetzt ist sie weg. Einmal und dann ist sie wieder weg. Ganz ehrlich, über was denkst du nach? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Naja, warte doch mal ab. Also er ja, hat uns ja noch nicht gesagt, ob die Idee, die er hatte, was mit der Sendung zu tun hat. Du erzählst uns dann, was du dir gedacht hast. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was er danach denkt. Nee, ist mir ein totales Rätsel. Ich habe gedacht, wenn du es wüsstest, aber... Mir fallen 3000 Möglichkeiten ein, die sinnvoll wären. Halt doch mal den Mund. Merkt ihr, es wird schwierig. Bitte, was hast du dir gedacht? Das möchte ich jetzt wissen. Sag das jetzt mal einmal. Nein, wir sagen geht's nichts. Geht's jetzt gut oder geht's beide jetzt schlecht? Beide Teams haben ihren Einsatz gemacht. Jetzt kommen wir zur Masterfrage. Jetzt ist wichtig. Jetzt ist wichtig. Für beide Teams eine Frage. Wenn ich Frage- und Antwortmöglichkeiten verlesen habe, 20 Sekunden Zeit, auf eine Antwort zu tippen. Hier ist die Masterfrage. Was geschah laut Überlieferung im Jahr 1000 nach Christus? A. Barbarossa wird Kaiser, B. Wikinger landen in Amerika oder C. Buddha wird geboren. Die Zeit läuft ab jetzt. Hast du irgendeine Idee? Wir können uns ein bisschen entspannen, meine Damen und Herren. Wusstest einer von euch? Wir wollten wie immer was anderes und jetzt haben wir die Ehekrise. Jetzt ist passiert. Meine Güte. Teams haben. Ich habe echt viel gegeben hier, aber ich konnte es auch nicht ändern. Getippt. Und wir schauen, was die Teams getippt haben. Bernhard und Linda haben getippt auf. Antwort C. Das wäre auch meine Antwort gewesen, aber ich sag nichts, Schatz. Hm? Oha. Hm. Oh, das brutzelt. Mareile wollte eigentlich auch C, aber Elton hat sich durchgesetzt als Teamcaptain und hat, warum auch immer, bestimmt, es ist B. Und vielleicht ist es ja auch gut so. Wer Wikinger weiß. Landen in Amerika. Jetzt ist die große Frage. Was haben beide Teams gesetzt? Und noch viel entscheidender, welche Antwort ist richtig? Wir verraten es Ihnen gleich. Wir sind gleich zurück mit der Entscheidung. Bleiben Sie unbedingt dran. Herzlich willkommen zurück zur Entscheidung in der heutigen Ausgabe von Wer weiß denn sowas mit unseren beiden Teams, mit Linda Zavakis und Bernhard Hoeker und Mareile Höppner und Elton. Für alle, die bis eben unentschuldig gefehlt haben, sei ganz kurz gesagt, wir haben gerade die Masterfrage gestellt, die lautet heute, was geschah laut Überlieferung im Jahr 1000 nach Christus? Barbarossa wird Kaiser, Wikinger landen in Amerika oder Buddha wird geboren. Bernhard und Linda haben sich für Antwort C entschieden, Buddha wird geboren. Auf der anderen Seite gab es große Krise, weil Mareile Höppner eigentlich auch C wollte, aber Elton einfach kurz eingenickt ist und mit der Nase auf B gestoßen und Antwort B eingeloggt hat, Wikinger landen in Amerika. So, jetzt wollen wir das ganze Rätsel auflösen und wir schauen auf die gesetzten Beträge.
Bernhard und Linda, keine große Überraschung. Ich gehe davon aus, ach, alles, ja. Oder? Genau, alles. Alles. 1.500 Euro, natürlich. Elton hat lange überlegt, jetzt, wie viel soll ich setzen, was kann ich drauf riskieren. Und er hat sich schlussendlich entschieden für 1.000 Euro. Ist Antwort C richtig, habt ihr 3.000 Euro auf dem Konto. Bei euch gehen 1.000 Euro weg, das heißt, dann hättet ihr gewonnen. Ja. Ist Antwort A richtig, bleiben bei euch 2.000 Euro übrig. Bei euch ist alles weg, dann hättet ihr gewonnen. Ist Antwort B übrig, dann sind bei euch 4.000 und dann habt ihr natürlich auch gewonnen. So, jetzt wollen wir uns an die Sache mal herantasten. 1.000 nach Christus. Was war kompletter Quatsch von den Antworten? Ja, ich halte, ich glaube, Barbarossa war irgendwie 1200 oder sowas. 1155 wurde der zum römisch-deutschen Kaiser. Ja, also das war kompletter Quatsch. Es geht also um die Wikinger oder um Buddha. Um 1000 nach Christus geschah es. Furchtbar. Ich sage nur, life is life. Leif Eriksen. Ja. Nein! Fast nicht! Warte, jetzt kommt! War hat erst viel später Amerika entdeckt! Ich kenne dich inzwischen, du! Oh, du und du! Mist! Nein. Aber kurz gefragt. Eriksen, dieser verrückte Wikinger! Hat dann später einige Jahre nach der Fahrt nach Grönland vom Wege ab. Und landete aus Versehen. Ja, aber wann ist ja das Entscheidende? In Nordamerika. Um 1000 nach Christus! Das heißt, das Team. Das Team Elton mit Elton Mareile Höppner ist heute das Siegerteam und hier wird gefeiert. 4.000 Euro habt ihr erspielt. Ja. Ihr habt das auch gut gemacht. Es hat nicht ganz gereicht. Ja. Ich gehe weiter in Quiz-Sendung, bis der Fluch durchbrochen ist. Ja, 4.000 Euro habt ihr erspielt und ihr seid natürlich jetzt zu Recht gespannt. Was heißt das pro Kopf? Das heißt, jeder von euch bekommt 78,43 Euro. Aber auch noch danke hier. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an Mareile Höppner und Elton, unser Siegerteam der heutigen Sendung. Glückwunsch auch an euch. Vielen Dank fürs Mitspielen, Linda Zawakis. Danke, Bernhard. Danke auch an euch. Einen schönen Abend noch. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß hier bei uns im Ersten. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder um 18 Uhr. Dann gibt es mehr verrückte, interessante und spannende Fragen, weil wer weiß denn sowas. Tschüss, bis morgen.